Maria, ich könnte vielleicht deine Urgroßmutter sein. Und wie ich hierher gekommen bin, habe ich auf ein Haus gekommen. Da war ein Fenster auf. Und dahinter saß eine alte Frau mit ganz grauem Haar. Und wie ich gewinkt habe, da hat sie sich zurückgezogen. Aber sie hat ganz lange immer noch geguckt. Und sie hat geguckt, wie ich die große Sonne gelb gemalt habe. Und ich habe gedacht, da hinten sind Bänke. Wenn da jetzt drei Kinder gäbe, der ersten würde ich den Pinsel in die Hand drücken. Und ich wünsche euch, dass euch auch jemand den Pinsel in die Hand drückt und ihr eine Sonne malen könnt und Vögel malen könnt und einen Wald. Thank you.
Roman ist so auch ausdrucksstark und was mich auch so sehr freut, ist, dass es bleiben wird. Also diese Wand steht und diese Wand war vorher hässlich und jetzt ist sie schön. Jetzt ist sie schön. Und das freut mich so am meisten. Auch ja, interkulturell hier zusammengearbeitet zu haben, weil ich spreche kein Spanisch. Aber durch Anne konnten wir uns auch verständigen und das war ja es war so eine schöne Gemeinschaft auch. Ja, was ich ganz toll fand, dass wir immer wieder weggegangen sind von diesem wunderschönen Bild hier und überlegt haben zusammen, welche Farben wir hier erstmal so grob malen können. Und es auch ziemlich schnell ging, dass ich habe gesagt, ich will grün, jemand anders hat gesagt, blau, gelb, rot. So, das war so ein fließendes Miteinander, so wie auch dieses Bild ist dargestellt. Und ich finde, es macht unheimlich Spaß, sowas mitzumachen, mit euch zusammen zu machen. Also ihr seid auch zwei ganz besondere Menschen. Und ich würde jedem wünschen, dass er so eine Möglichkeit bekommt, mit euch das zu erleben.